Kannst du mal ein Panorama machen von dem Ganzen hier? Eine wunderschöne Landschaft, die sich uns hier darbietet. Lesen ist ja nicht nur passive Informationsaufnahme, sondern Lesen ist eben auch ein haptischer Vorgang, ein sinnliches Ereignis, und ein personalisiertes Buch ist da was ganz Besonderes. Hier auch zu sehen, exquisite Maschinen, die man verwendet, um Bücher herzustellen. Ne? Nicht diese Online-Scheiße, sondern halt auch echt professionelle Arbeit, die hier auch noch von Menschen ausgeführt wird. Hier zu sehen, Grafikdesign, der exquisite Stand der Blindo Akademie Leipzig. Hier beschäftigt man sich mit Typografie, mit Editorialdesign und der Gestaltung von auch Printmedien. Hier haben wir eine offenbar Seminararbeit oder Semesterarbeit, Sonderaufgabe. Ja, das wäre ja auch mal hier. Semesterarbeit, Semantik, erstes Semester. Und das ist halt auch Teil des Designs, die Haptik. Also auch die Wahl des Materials spielt eine Rolle, nicht nur die Gestaltung des Materials. Wir haben hier Stoff. Und da ja auch Denken ein körperlicher Vorgang ist und Wahrnehmung nicht in Sinneserhakt ist, sondern einen Bogen darstellt, also eine Einheit, ist, wenn ein Sinn betroffen ist, natürlich sind dann auch alle anderen Sinne betroffen. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt über die Semesterarbeit spüre, haptisch, beeinflusst das auch den Rezeptionsvorgang. Also das heißt, wie ich die Semesterarbeit, wie ich sie verstehe, was mir für Assoziationen kommen, für Gedanken und so. Das ist eben die große Stärke auch der Gestaltung von Printmedien. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Leute sich irgendwie Bücher kaufen, weil das in gewissermaßen auch ein, ja, fast schon ein Fetisch sein kann. Einfach dieses Objekt in der Hand zu haben, das Papier zu spüren, das ja auch im Grunde ein Lebewesen ist. Also es besteht ja aus organischen Fasersubstanzen, ja. Und daher entsteht auch eine besondere Beziehung, die auch persönlich sein kann zum Leser. Hier auch zu sehen, ganz exquisit, die Designakademie, die hier schön die Flyer, wir können ja mal ein bisschen zeigen. Hallo, dürfen wir, ne? Ist okay, ne? Ich arbeite ja selber auch als Designer, deswegen kann ich damit sehr viel anfangen. Wir sind ja selber auch von einem Printmagazin und dieses Printmagazin ist auch aus der Idee heraus entstanden, dass es einfach was anderes ist. Ja. Und Online-Magazine sind langweilig und das war klar, dass es Print sein musste. So, also hier haben wir dann auch etwas festeres Papier. Das lässt sich nur im Rundbogen lesen. Das ist auch etwas, was Verlage häufig nicht beachten. Selbst große Verlage wie der Fischer Verlag beispielsweise oder Hansa. Man kann das nur im Rundbogen lesen und das Magazin schnappt wie ein Krokodil zu. Hier, kannst du mal zeigen. So, ganz schnell. Das kann auch eine Funktion erfüllen, eine sinnvolle, aber meistens ist es doch eher schön, wenn es wie bei einem Suhrkamp-Buch ist. Ne? Es sieht offen ausgebreitet da. Das ist noch stärker hier, das Krokodil. Ne? Das liegt aber nicht nur an dem Papier, sondern auch, wie dick man den Leim aufträgt. Hier zu sehen, ist etwas dicker aufgetragen. Also je dünner der Leimauftrag ist, desto besser ist das Aufschlagverhalten von Medien. Auch ganz wichtig. Das hier zum Beispiel lässt sich offen auslegen, weil es ist halt keine Klebebindung, sondern es ist eine Klammerbindung. Und auch hier wieder sehr schön mit Design gearbeitet und auch Freiraum benutzt. Der Freiraum in einem Magazin ist ja kein verschwendeter Raum, sondern erfüllt auch eine sinnvolle Funktion. Leider kein gutes Aufschlagverhalten, aber im Übrigen halt gut gebunden. Qualität, schön gemalt, schön gearbeitet. Da hat sich jemand Gedanken gemacht und das dann eingearbeitet. Aber es gibt halt immer auch so Sachen, das ist dann Geschmackssache oder vielleicht auch noch ein bisschen schwach. Das Papier ist ein bisschen zu trocken, ein bisschen zu dick. Könnte feiner sein, aber insgesamt halt auch eine gute Arbeit. Weißensee ist übrigens auch ein besonderer Bezirk, also falls ihr mal nach Berlin ziehen wollt und euch denkt, das ist mir ein bisschen zu stressig, zieht nach Weißensee. In Weißensee sind die Leute so entspannt, die sind fast so entspannt wie in Leipzig. Handarbeit, ja, vegan gedruckt, also auch Bücher sollten vegan produziert werden, na, das ist der Trend.
Also die veränderte Haptik führt zu einem veränderten Verstehen, führt zu einem veränderten Denken auch. Design kann Verhalten und Denken steuern, indem es halt die Wahrnehmung lenkt in eine bestimmte Richtung und beeinflusst. Melzer, Apostroph, es. Das ist ein sogenanntes Deppen-Apostroph. Das bedeutet der falsche Einsatz des Apostrophzeichens. Passiert leider immer noch im Deutschen bei Leuten, die einfach überhaupt keine Ahnung haben von der richtigen Orthographie. Natürlich kann man sich hier auch exquisit die besten Getränke geben, ne? Und auch den Wanz vollstopfen mit Kuchen, bis nichts mehr reinpasst. Alles da. Taschen, Umschläge, Smartphone-Schutzhülle aus Zeitungspapier, wenn ich es richtig beurteile, und sogar ein Sessel, kann man draufsetzen, ne? Oh. Recycling, Design. Wasserabweisend, abriebfest, also dann nochmal bearbeitet, ne? Mit einer sehr auch sich matt und weich anfühlenden Oberfläche übrigens, also das ist jetzt nicht so rau. Fokus und Zitrone darf man mitmachen, also, du musst dann mal die vier Teile da reinschlichten. Geht's nicht darum, was man denkt, aber wir versuchen das jetzt mal mit unserem IQ knapp über einem Toastbrot. Ja, also uns interessiert eigentlich jetzt mehr... Und dann die andere Variante. Also. Ob es eine Geschichte zu diesem Slogan gibt, denken gefährlich die Dummheit, weil es geht doch auch darum, was Geschichte man denkt. Oder eher zu diesem Eis. Oder nur, ob man denkt. Also ich meine, man kann noch... Interpretieren können und so weiter. Also. Und interessieren uns natürlich sehr für die Geschichte, die Sie hier haben. Haben Sie auch eine Geschichte oder... Naja, was denn? Ich bin Storyteller, aber nicht Storyteller. Alles klar, okay. Martin Luther. Hier zu sehen... Kannst du mal draufhalten? Prophet der Deutschen, ja, Martin Luther. Geschichtsglitzerung, er wird als Volksheld dargestellt. Sowas gibt es auch. Aber wir sind ja auch hier in Sachsen, in Leipzig. Martin Luther, für junge Leser extra die Propaganda-Agitation didaktisch aufbereitet, damit wir den Leuten auch... Ja, wir dokumentieren sozusagen die Stände hier. Ne? Ja, da müssen Sie mich um Erlaubnis fragen. Sagt die Hausordnung. Sie dürfen nicht einfach fremde Stände ohne Genehmigung fotografieren. Da dürfen wir leider jetzt nicht vorstellen. Die junge Freiheit ist sozusagen alles andere als frei, eher gezwungen. Wir sind ja auch in Sachsen. Ne? In Sachsen hat man irgendwie ein anderes Bild von Martin Luther als ein Historiker beispielsweise. Was ist das denn? Wir sind mein Pulitzer. Wir sind eine Talentplattform. Für sich Autoren und Verleger begegnen können. Also Bonium, der digitale Marktplatz. Bedeutet das, dass Autoren in Zukunft mehr Möglichkeiten haben, ihre Bücher zu verlegen? Oder wie genau. Muss ich das vorstellen? Ganz genau, es ist, die Chancen werden erhöht, dass man überhaupt sichtbar wird. Und wir richten uns an Autoren, die ihr erstes Werk verlegen lassen wollen. Ja. Und die natürlich normalerweise kein belastbares Netzwerk haben. Ja. Wir unterstützen das klassische Verlagsmodell, weil wir glauben, dass diese Torwächterfunktion des Verlages sehr wichtig ist. Ja. Wir entlasten aber auf der anderen Seite auch die Verlage, indem wir eine Art Vorbewertung durchführen. Jeder, der bei uns seine Lebensprobe hochlädt, kriegt ein gratis Gutachten. Das wird an den Autor zurückgespielt. Ja. Damit kann er machen, was er möchte. Aha. Wenn er auf unsere Plattform geht, dann so der Gedanke, das ist ja jetzt noch nicht in der Live-Version, gibt es eine monatliche Gebühr. Und dann können auf der anderen Seite der Plattform die Verlage einsteigen und suchen nach Genre, Zielgruppe und durchschnittlicher Bewertung. Das ist natürlich sehr schön, weil mir auch seit längerem schon auffällt oder ich habe den Eindruck, dass es gibt sehr viele Autoren, die Potenzial haben, die gute Texte schreiben, aber die wirklich einfach nicht gesehen werden. So ist es. Und es ist einfach auch sehr traurig, weil was für Bücher im Umlauf sind, das ist ja nicht egal, sondern Bücher erfüllen uns, geben uns Kraft, geben uns Mut und es gibt so wertvolle Perlen sozusagen in der Literatur auch, aber die einfach ungesehen sind. Und diesen Teil des Marktes versuchen wir besser zu beleuchten. Wie lange gibt es diese
Idee schon, also dass also, die umgesetzt wird, ist das ganz neu? Wir, ganz neu. Wir haben uns erst im April 2016 gegründet. Ja. Die Idee ist entstanden im Herbst 2015. Ja. Mein alter Schulfreund Dr. Steffen ist Literaturwissenschaftler. Ich bin Ökonom. Ja. Und wir haben also diese beiden Seiten zusammengeführt. Ich kümmere mich um den wirtschaftlichen Bereich und eher um den Expertenbereich. Wir haben im Hintergrund 10 Literaturwissenschaftler, die für uns als Freelancer arbeiten und die eben diese Bewertung als Fachkraft durchnehmen. Das ist unser Modell. Wir wollen es ein bisschen gerechter machen, ohne uns jetzt als Heilige darzustellen. Wir wollen natürlich auch Geld verdienen, müssen wir, sonst können wir nämlich unsere Gutachter nicht entlohnen. Und die haben auch Kinder oder müssen auch irgendwas bezahlen. Ja. Aber wichtig ist die Idee, Texte prüfen auch von völlig unbekannten Autoren, sie unabhängig prüfen. Ich finde das faszinierend. Wir werden vielleicht darüber berichten. Wir sind im Printmagazin. Mhm. Kokos und Zitrone heißt, es ist ein kleines Berliner Indie-Magazin. Mhm. Und wir haben es auch sozusagen ganz klein aufgebaut. Also wir haben keinen Verlag im Hintergrund, keinen großen Konzern oder so. Aber genau das, so diese Idee, habe ich halt auch schon einige Zeit im Kopf. Insofern, dass ich es halt schade finde, dass so viele Autoren nicht gesehen werden. Mhm. Ne? Und das wäre dann ein Weg, den man gehen könnte oder was man ausprobieren könnte. Das ist der Gedanke. Ja. Alles klar. Ja, vielen Dank. Ich finde es halt schade. Also ich finde es halt schade, dass die Verlage halt in Deutschland oder überhaupt so privatwirtschaftlich organisiert sind, dass im Grunde nur Autoren aus den eigenen Kreisen rekrutiert werden und es werden nicht wirklich unbekannte Potenziale gefördert. Autoren, die noch nicht so bekannt sind. Und es gehen sehr viel wertvolle Texte unter. Und solche Sachen wie jetzt My Pulitzer beispielsweise, wenn es denn funktioniert, wir werden uns das natürlich angucken, können dazu führen, dass auch ganz wertvolle Texte von völlig unbekannten Menschen in Zukunft gefördert werden. Auch hier gibt es ja auch interessante Sachen. Die mystische Harz-Krimi-Saga. Hier wird alternative Literatur verbreitet, die eventuell auch mysteriös geschrieben ist, das weiß man nicht. Also es sieht schon sehr speziell aus, sehr nach kleiner, unbekannter Verlag und auch sehr ungewöhnliche Geschichten, die man vielleicht so auf den Bestsellerlisten nicht so findet. Und was meine Idee ist, weil ich sowas immer sehr interessant finde, das wird zu selten oder zu wenig gewürdigt, weil auch in solchen Büchern wertvolle Bilder, Ideen, Geschichten transportiert werden. Vielleicht nicht so massenwirksam, aber originell. Ja. Und, ja. Möchten Sie was dazu hören? Gerne. Aus Berlin. Das finde ich richtig klasse. Also folgendes. Das Besondere an den Büchern ist, es spielt im Harz. Hört sich ja erstmal nach Provinz an, aber spielt in 3 Bundesländern. Der Harz ist riesig. Rund um den Brocken in 2 verschiedenen Zeitebenen. Einmal in der Jetztzeit als Krimi und im Mittelalter vom 1200 bis 1666 parallel dazu. Verbunden durch die Familiengeschichte einer wirklich damals existenten Äbtissin. So, es ist eine Mischung eben aus Krimi, aus Fantasy, aus Mystik, Kräuterwissen, diese ganzen Sachen. Alchemie auch. Wie es so ist, man findet keinen Verlag. Wir haben es selbst gemacht. Haben jetzt 75.000 Bücher verkauft in der Zeit. Waren sehr frustriert während des ersten Bandes. Ich bin dann nämlich in Berlin zu einschlägigen Krimi-Buchhandlungen gegangen, die dann sagten, Provinzpossen nehmen wir nicht. Schon gut. Wieder diese Schubladendenken, ne? Ganz genau. Es ist so, dass dass wir gestern bekannt geben durften, dass das jetzt als Theaterstück, der erste Band, auf der Waldbühne in Bennekenstein am Brocken aufgeführt wird mit Schauspielern aus dem Tatort und Schauspielerinnen. Es gibt jetzt schon eine Harz-Krimi-Mystery-Tour im Schatten der Hexen mit Oldtimer-Bussen. Ja. Die sind von 1956, 3 Busse, die die Orte aus den Krimis anfahren. Das mit dem Theaterstück, das ist dann aus der Faszination entstanden, die diese Bücher ausgelöst hat. Ganz genau. Es gibt Regisseure aus Potsdam und Berlin, die im A gebürtig im Harz sind, aber auch B Urlaub gemacht haben. Ja. Also wenn so Bücher oder so Geschichten einfach auch mit einer persönlichen Geschichte verbunden sind, also aus einer gewissen inneren Notwendigkeit heraus wachsen, richtig, dann haben sie ja immer eigentlich auch mehr Berechtigung in der Welt zu sein, weil sie sind halt verwoben mit der Welt selbst. Ne? Sie das sind nicht stimmt. so konstruiert, nicht so auch auf Wirkung geschrieben. Sehr gut was ausgedrückt, die Leser ja auch spüren.
Ja. Und aber nicht unbedingt immer die Leute, die bei den großen Verlagen sitzen und meinen jetzt, also glauben, ja, genau zu wissen, was funktioniert und was nicht. Und okay, das ist eine schöne Geschichte, wie Sie das erzählen, auch mit dem Theaterstück. Und es schlägt Wogen, es entfaltet eine eigene Dynamik und verbreitet sich in anderen, stimmt, Medien weiter. Ich muss auch sagen, durch den Harz, der viel unterschätzt wird, aber doch irgendwo doch unheimlich geliebt wird. Ja. Ja, von einem Publikum, was meistens über 50 ist, aha, von dem ist das unheimlich angenommen worden. Ja. Also wir müssen auch irgendwie eine Marktlücke getroffen haben. Ja. Also die Hexen in unseren Büchern sind böse, bösartige Wesen. Aha. Es sind nicht die Hexen, die verbrannt werden. Ja. Es sind auch nicht die, die als Comicfigur um den Brocken sausen. Ja. Allerdings haben wir keinerlei Berührungsängste, mhm, zu dieser Harzer Tradition, sagen, ja, wir das mal so. Ja. Das Schöne auch wieder ein Beispiel sozusagen, dass hier tatsächlich auch Sachinformationen, zum Beispiel in der Kräuterheilkunde, eingearbeitet werden in kontrafaktische Geschichten, in Fantasy-Romanen und natürlich auch wieder ein anderes Bild von dem, was man so, oder das, was man über Hexen denkt. Ne? Wir haben ja schon in unserem The Witcher-Podcast darüber geredet. Ich gebe Ihnen noch eine CD dazu. Ach, das ist großartig, Brigando, super. Vielen Dank. Ich finde diesen Move nämlich seit dem ersten Teil, feiere ich den und immer wieder, es lockert das Ganze sehr auf. Ja. Auch wenn man sich da durch die ganzen Horden der Flood kämpft und sowas alles. Ja, richtig, das macht sehr viel Spaß und hat mich die Story auch sehr gefesselt. Deswegen, ja, bin ich eigentlich auch, seitdem ich ja den ersten Teil gespielt habe, eigentlich auch dabei, jedes Halo-Spiel eigentlich und auch andere Sachen, die Romane zum Beispiel, die, mhm, und auch Comics teilweise halt auch zu sammeln. Ja. Als der erste Teil von Halo rauskam auf Xbox, da war ich 11 Jahre alt. So. Und eigentlich seitdem ich dieses Spiel durchgespielt habe und einfach diese Story, diese epische Story mit den ganzen Wendungen, die halt einfach auf einen drauf zukommen, sag ich mal, erlebt hat, dann war eigentlich das Erste, was ich wollte, Alter, ich will auch in so eine Rüstung steigen und auch das erleben, so, ja, nach dem Motto. Ja. Der erste Teil war ja auch sehr gut, ne? Richtig, der war sehr gut und hat ja eigentlich auch eingeschlagen für eine Bombe. Also. Ja. Ha, 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 ha.